Arkadaşlarımla birlikte pazara geldik. Ich bin mit meinen Freunden zusammen auf den Markt gekommen. Ich bin mit meinen Freunden zusammen auf den Markt gekommen. Alışveriş yapacağız. Wir werden einkaufen. Wir werden einkaufen. Ben yarım kilo zeytin, 200 gram peynir alacağım. Ich werde 1 Pfund Oliven und 200 Gramm Käse kaufen. Ich werde 1 Pfund Oliven und 200 Gramm Käse kaufen. Bu pazar şehir merkezinde kuruluyor. Dieser Markt wird im Zentrum der Stadt aufgebaut. Dieser Markt wird im Zentrum der Stadt aufgebaut. Wie viel haben wir gesagt? 6 Stück? Ja, Wiedersehen, ne? Und gute Genuss damit. Bu pazar Salı ve Cuma günleri var. Diesen Markt gibt es dienstags und freitags. Diesen Markt gibt es dienstags und freitags. Burada çeşit çeşit bal var. Hier gibt es viele verschiedene Honigsorten. Hier gibt es viele verschiedene Honigsorten. Burada her renkten mumlar var. Hier gibt es Kerzen in allen Farben. Hier gibt es Kerzen in allen Farben. Arkadaşım evine 3 adet mum alıyor. Meine Freundin kauft für ihr Haus 3 Kerzen. Meine Freundin kauft für ihr Haus 3 Kerzen. 4 cm, ja, aber das dauert noch ein bisschen. Wir kommen auf jeden Fall. Wir haben viel Arbeit. Ja, ja. Ben şu kuru pastalardan alıyorum. Ich kaufe von diesen Keksen. Ich kaufe von diesen Keksen. Burada baharat satılıyor. Hier werden Gewürze verkauft. Hier werden Gewürze verkauft. Schönes Wochenende.
erstmal. Sehr schön. Wisst ihr, was jetzt mit der Arte-Sache hier war? Wisst ihr? Also, genau. Deswegen ist es nicht mehr. Ich frage, wisst ihr, was ich einfach über die Falschbildung hier sagen würde? Arkadaşlarım ve ben buradan peynir alıyoruz. Meine Freunde und ich kaufen hier Käse. Meine Freunde und ich kaufen hier Käse. Pazar sabah saat 8'de başlıyor, öğlen saat 14'te bitiyor. Der Markt fängt morgens um 8 Uhr an und endet mittags um 14 Uhr. Der Markt fängt morgens um 8 Uhr an und endet mittags um 14 Uhr. Arkadaşlarım bu pazarı çok seviyorlar. Meine Freunde mögen diesen Markt sehr. Meine Freunde mögen diesen Markt sehr. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Das ist